Also dann, wir sind auch gewappnet für die kälteren Jahreszeiten, checkt das auf jeden Fall aus. Und die Konkurrenz muss sich schon warm anziehen, ne? Das ist schon ganz klar. Das ist ganz klar. Und Grüße auch an diverse Kollegen, die wieder Copy-Paste machen wollen. Ihr habt jetzt erstmal 5 Jahre Entwicklungszeit vor euch, Herr Pfann, ne? Und dass wir es einfach besser machen als und das müssen wir ausblenden. Einfach superior in jeder Hinsicht, ja, die ganzen anderen Dinge können einpacken, das war's, Ende Gelände. Da kann ich jetzt nicht sagen, ist geil, check das ab. Da geht die Conversion auf jeden Fall nach oben. Wenn man schon mal so ein schickes Event hat, wo so viele Leute kommen, kann man schon mal ein bisschen in Schale werfen. Ja? Und hier haben wir unseren Vertriebsmitarbeiter Besson. Ja, Besson, stell dich mal ganz kurz vor für die Leute, damit die auch so ein hübsches Gesicht sehen auf dem Event. Sehr, sehr gerne ansprechen. Ja, wer bist du? Ja, mein Name ist Besson Bobi, Vertriebsmitarbeiter der Firma Schäfer und Sonnet. Und ja, was ich mir vom heutigen Tag erhoffe, auf jeden Fall ein geiles Event. Viele Kunden von uns treffen, viele neue Kontakte knüpfen. Und ganz wichtig, solltest du Lust haben auf einen geilen Job, auf ein geiles Team, dann bewirb dich unter www.schäfer-sonnet.de. Sehr geil, dann genießen wir den Tag und kommt mit rein. Ja, was haben wir da denn für einen Empfang? Marc Scheifele, grandioses Hemd. Dankeschön. Da empfängt der Boss einen noch höchstpersönlich. Ja, Marc, bist ja schon bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur aus unserem letzten Vlog, aber heute Veranstalter auf der Founder Summit angeteasert. Ja, was erwartest du von diesem Event hier? Ich erwarte mir einen geilen Austausch. Wir haben jetzt mittlerweile über 700 Teilnehmer, die angemeldet sind. Und wird eine geile Sache. Krassesten Speaker Deutschlands, wenn es um Coaching, Beratung, Training, Agenturdienstleistungen geht. Deswegen wird eine gute Sache. Und eine geile Location übrigens, kannst du gerne mal filmen. Haben wir uns nicht lumpen lassen. Ja, sehr geil. Also kurfürstliches Schloss hier in Mainz. Mainz natürlich schöne Stadt, unser Standort auch. Wir blenden auch natürlich B-Roll-Material ein. Wird wieder ein legendärer Abend, wie eigentlich immer. Wie eigentlich. So, weiter geht's hier und da sehen wir auch schon die richtig fantastischen Typen. Passend am Sektempfang, Arnes, Bruce, hi, Robert, Jan, sehr, sehr cool. Hier schon bekannt aus dem letzten Vlog, die beiden Jungs, vielleicht ein, zwei Sätze nochmal zu euch. Und wir arbeiten ja mit euch zusammen und wissen, dass ihr am Skalieren seid. Ja, vielleicht auch dort nochmal der Aufruf, wenn ihr Verstärkung sucht. So, mein Name ist Robert Kirs von der Social Media Schwarm GmbH. Mein Name ist Arnes Kafka. Und wir haben eine Social Media Agentur für mittelständische Industrieunternehmen. Und wie es der Marc schon angedeutet hat, suchen wir fleißig neue Mitarbeiter im Bereich Vertrieb, Marketing, auch im Bereich IT teilweise. Wenn du Interesse hast in einem spannenden Job, in einem spannenden Umfeld, in einer digitalen Agentur, dann bewirb dich bei karriere.socialmedia-schwaben.de. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Also ich gehe mal wieder zu Marc rüber. Sehr geil, dann auf jeden Fall auch ein geiles Event. Heute mal mit Sekt, Gewinnernacht, sehr, sehr schönes Event, sehr, sehr schöne Location. Und wir erwarten mal, was uns, was kommen wird heute in dem Abend. So, und da geht's auch schon weiter. Es ist immer noch die gleiche Szene. Nicht, dass es so ist, als würden wir nur trinken. Hier nochmal kurz anstoßen. Hier haben wir den Daniel Kurzea, schon bekannt aus dem letzten Vlog, aber natürlich always promoting. Ja, nochmal ein, zwei Sätze zu deinem geilen Offer, zu dir als Person. Hey, wie oft ich jetzt die Gelegenheit habe, hier zu promoten. Ja, mein Name ist Daniel Kutzer, ich bin der Inhaber von Videocomet und wir arbeiten mit erfolgreichen B2B-Unternehmen zusammen und helfen unseren Kunden damit, durch Direct Mailing einmal neue Zielgruppen zu erreichen und durch personalisierte Videos diese in zahlungskräftige und vor allem begeisterte Kunden umzuwandeln. Sehr geil. Noch ganz kurz die Domain, wo findet man euch? www.videocomet.de, ja, Videocomet mit C auf Instagram. Oder auf Facebook, Daniel Kutzer, vernetzt euch, freue mich und dann tauschen wir uns mal aus. Sehr geil, kurzer Pitch, das war's schon, wir genießen den Abend. Steuerberater Mika Becker, er hat es von Offenbach hier in unser beschauliches Mainz geschafft. Ja, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, danke dir, mein Lieber, grüß dich erstmal. Ich bin Mika Becker, Inhaber der Steuerkanzlei Mika Becker Steuerberatung und ja, wir halten Coaches, Berater und Experten das Finanzamt fern, würde ich sagen. Das ist sehr gut, das kann ich auch nur bestätigen. Ich war ja selbst 5 Jahre lang Finanzbeamter und bei Mika ist man auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Der Mann ist immer ruhig, egal was kommt beim Finanzamt, den kann nichts aus der Ruhe bringen. Das heißt jetzt, für Leute, die dich einfach hier sympathisch finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, am besten sprecht ihr mich hier direkt an oder geht auf unsere Website www.go.beckersteuerberater.de und tragt euch für ein kostenloses Strategiegespräch ein. Und dann schau mal, wo ihr steuerlich steht und wie wir euch helfen können am besten.
Sehr geil. Dann auf jeden Fall geht auf die Website und informiert euch über den gut aussehenden Typen und dann noch ein geiles Event für dich. Ja, viele Kontakte und vielleicht auch den ein oder anderen neuen Kontakt, der dann beim nächsten Event schon dein Kunde sein wird, oder? Ich hoffe doch. Schauen wir mal. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier einen sehr, sehr geilen Stand. Hi Daniel. Hi. Hier ist es so, dass einfach die Domain schon den Pitch eigentlich ersetzt. Nichtsdestotrotz, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du Schönes? Ja, hi, mein Name ist Daniel Hoppmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Testimonials.de GmbH. Ja, wie es der Name schon sagt, wie es Marc auch gerade schon erwähnt hat, bei uns ist der Name Programm. Wir machen halt hochwertig gefilmte Videotestimonials für den Bereich Neukunden, also Kundentestimonials, aber auch für den Bereich Recruiting. Das heißt, wo einfach ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, wie es ist, in dem Unternehmen zu arbeiten, welche Benefits es da gibt und so weiter. Haben schon mit sehr coolen Kundinnen und Kunden gearbeitet. Und ja, aktuell Marktführer in Deutschland für den Bereich. Sehr cool und freuen uns, heute hier zu sein. Ja, sehr geil. Also das kann ich auch nur empfehlen. Im Grunde nach sehr viele prominente Kunden habt ihr auch mittlerweile auch dann schon. Und hier die Dienstleistung kann sich ja jeder anschauen auf der Website, die hier oben in dem Sinne verlinkt ist. Ja, aber jetzt noch eine kurze Sache. Also Empfehlung von unserer Seite ist natürlich draußen. Was erwartet ihr jetzt hier mit dem Stand? Was ist so die Erwartungshaltung für das Event? Ja, also es ist ja so, DCR Verlag, sehr geiles Unternehmen. Die ja, bringen dir auch Trust und Sichtbarkeit im Internet und einfach Vertrauen natürlich, helfen dir beim Vertrieb und beim Marketing. Wir machen im Grunde was Ähnliches auf eine andere Art und Weise. Das heißt, wir ergänzen einfach das Angebot vom DCR Verlag super gut. Deswegen haben wir auch einen Stand. Hier laufen sehr interessante, ja, potenzielle Interessenten, Kundinnen und Kunden rum. Und ja, viele Leute, die einfach natürlich unsere Dienstleistungen gebrauchen können, um damit eben ja, mehr Umsatz zu erzielen, mehr Personal zu gewinnen. Und deswegen sind wir heute hier und freuen uns natürlich auf geile Kontakte. Ja, sehr geil. Also von meiner Seite aus, auch durch die Zusammenarbeit, die wir jetzt in dem Sinne haben, kann ich auch sagen, Daniel einfach auch menschlich sehr, sehr geiler Typ. Deswegen nochmal testimonials.de und Feuer frei. Oh mein Gott, wie gut sieht bitte heute Yannick Tews aus, hey, mit der Krawatte. Ja, da bin ich klassisch underdressed heute, aber vielleicht nochmal, ja, was sagst du hier, gut aussehend heute? Du bist immer schick, du hast immer Sakko an, hab ich dich schon noch häufig für gelohnt. Sehr, sehr geil. Ja, und dann heute sehr, sehr geniales Event. Ihr seid hier mit dem Stand vertreten, sogar mit mehreren. Es gibt jetzt sogar neue Projekte, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Wie sieht's aus, wie ist die Erwartungshaltung? Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch und wie immer werden wir die auch treffen. Sehr, sehr geil. Also von daher auf jeden Fall, ja, Baulig muss man nicht mehr vorstellen. Andreas und Yannick kennt man auch. Wie gesagt, wenn ihr einfach Bock habt, euer Business aufs nächste Level zu heben, dann einfach eintragen. Wo? andreasbaulig.de oder Yannick Tews auf Instagram einfach schreiben. Dann ja, sind wir im Gespräch und vielleicht auch mal im Zoom-Call. Ja, sehr, sehr geil. Also bei dem Outfit heute, da kann nichts schief gehen. Da geht die Conversion auf jeden Fall nach oben. Wenn man schon mal so ein schickes Event hat, wo so viele Leute kommen, kann man sich auch mal ein bisschen in Schale werfen. Ne? Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Krawatte habe ich eigentlich nie an, aber... Steht dir, kannst du tragen. Dann auf jeden Fall noch ein fantastisches Event. Wir sehen uns, Bro. Einfach Markus Baulig wieder getroffen. Ein Mann mit sehr, sehr guten Schuhen auf jeden Fall. Das ist von euch, mal gucken. Ne? Nee, die hat sogar David Cordes geschenkt. Ja, genau, von David Cordes, aber genau. Das ist dieselbe, Mann, deswegen. Genau, ich war die kleine Inspiration, aber sehr, 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 sehr schöne Schuhe. Betonung auf kleine Inspiration. Genau, ganz, ganz, ganz klein. Also von da, Markus, heute ist einiges los. Ich glaube, neue Projekte stehen an. Du hast noch einen Speaking-Gig. Also die Ereignisse überschlagen sich ja quasi. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zusammenfassen, was heute alles passiert. Genau, hier seht ihr ja unsere neue Lernplattform LearningSuite.io, könnt ihr abchecken, könnt ihr euch eintragen für die Warteliste. Das ist das geilste Mitgliederbereichstool, was es jetzt gibt. Da kennen ja andere amerikanische Anbieter und ja, andere, die auch versuchen, das anzubieten, aber nicht gut machen. Ja. Hier seht ihr zum Beispiel, seht ihr, wie sowas aussehen kann. Ich meine, wenn ihr das aufsetzt, wer sollte das sonst machen? So viele Erfahrungen, so viele Videos in dem Segment hat eigentlich keiner gedreht. So ist es richtig. Wir haben ja selbst so viel Erfahrung mit Mitgliederbereich schon sammeln müssen, weil wir Coaching-Produkte anbieten, haben hier die besten Jungs an unserer Seite. Das ist der Alex. Hallo. Der Geschäftsführer von der Learning Suite GmbH. Genau. Und die haben in Monate und jahrelanger Arbeit ein richtig geiles Softwareprodukt an den Start gebracht. Genau. Und wir haben selbst sehr intensiv immer wieder in Meetings geguckt, dass die Funktionen geil sind. Und dass wir es einfach besser machen.
bekommen. Und das müssen wir ausblenden. Auspiepen, aber ja. Sehr geil. Im Prinzip machen wir es besser. Genauso kann man sagen. Sehr geil. Und dann vielleicht noch ein, zwei Sätze zu deinem Speaking-Gig, Markus. Was erwartet uns da heute? Ich rede darüber, wie man mehr Respekt bekommt am Markt und dann natürlich auch dementsprechend mehr Umsätze macht. Ja, sehr geil. Dann hier viele neue Insights. Checkt das auf jeden Fall aus und sowieso bei Baulig melden, um das Unternehmen zu skalieren. In dem Sinne, wir sind raus. Verdächtigen Stefan Jentsch, gut aussehend wie immer. Ach, ganz kurz, wirklich im Speech-Durchlauf, wer bist du, was machst du, wo kann man euch finden? Ja, hi, danke erstmal fürs Intro. Mein Name ist Stefan Jentsch und wir helfen Coaches, Beratern und Experten dabei, mehr qualifizierte Kunden zu gewinnen, halt durch YouTube-Ads. Genau. Sehr geil. Und das Ganze war ResoNets, oder? Genau, wir heißen ResoNets GmbH. ResoNets, pardon. Genau, ResoNets. Ich spreche es immer falsch aus, obwohl ihr schon so lange bei uns Kunde seid. Es tut mir leid, Schande über mein Haupt, alles, aber du kannst es immer richtig alles stellen. Alles gut, machen viele, aber ja. Egal. Genau, und wenn du dich noch gerne zu uns informieren möchtest bezüglich halt YouTube-Ads, kannst du auch einfach auf YouTube eingeben, ResoNets GmbH oder Steffen Rachut ResoNets. Genau. Sehr geil. Dann geiles Event und wie immer schön Attacke, schön Akquise. Ich denke, da steht sowieso dem Ganzen nichts im Wege, oder? Alles klar. Michael Jackson. Da ist wieder, diesmal Michael Jackson. Das ist wieder der geile. Welche Song willst du diesmal? Ja? Just Beat It oder was? Nee, Billie Jean. Billie Jean. Okay, das kriegen wir auch auf jeden Fall hin. Ja, ja, dann nochmal, du bist ja schon jetzt mittlerweile bekannt aus dem letzten Vlog durch den grandiosen Einlauf. Ja. Wie sieht es aus? Was macht dir Schönes? Testimonials. Testimonials. Wo kann man euch finden? www.knwmedia.de. Und auf welche Unternehmen habt ihr Lust? Wer soll sich bei euch melden? Agenturen, Dienstleister, Inhaber von größeren Firmen. Sehr, sehr gut. Und wie gefällt euch bisher das Event? Sehr gut. Also sehr, sehr gute Vorträge. Vor allem Andreas hat sehr, sehr gut abgeliefert, muss man sagen. War sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr viele Inhalte. Und ja, ich glaube, es wird ein geiler Abend. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Dann auf jeden Fall bleibt dran, verfolgt die Jungs. Man sieht auch einfach hier, sind absolut sympathisch. Also einfach sehr, sehr geil. Man hat immer eine schöne Zeit. Und dann ja, genießt den Abend noch und viele schöne Kontakte. Ja. Danke sehr. Sehr, sehr. Ach, und da kommt zum Abschluss ja noch der Geschäftspartner. Dein Name? Vincent Dehn. Hallo an alle hier, an alle, die den Vlog vom Markt zuschauen hier. Sehr, sehr cool. Also auch hier die beiden Jungs wieder vereint. Sehen heute sehr, sehr gut aus, haben sich gut rausgeputzt. Das heißt auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank. Das heißt, auch wenn ihr auf dem Event ja, die beiden immer sieht, gerne in Kontakt treten. Die Jungs haben ein sehr, sehr cooles Offer. Einfach ansprechen, wir beißen nicht. Sehr cool, sehr cool. Geilen Abend euch, gell? Ciao, ciao. Paul Hoffmann. Unfassbar, der Name muss man gar nicht mehr eigentlich vorstellen, sondern hier Filmereien, die Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich würde sagen, der Business-Fotograf in Deutschland, vielleicht aber noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du Schönes? Ja, Paul Hoffmann, Geschäftsführer von Hoffmann Productions und wie man so schön sieht, wir machen Qualität sichtbar. Das heißt, ja, wir helfen Dienstleistern dabei, halt online einfach sehr überzeugend aufzutreten durch die richtigen Fotos, Videos, Websites, einfach der gesamte Online-Auftritt. Sehr geil. Ich meine, wir arbeiten ja schon extrem lange zusammen. Ja. Wir sind Kunde bei Paul, Paul ist Kunde bei uns und ich werde auch ab und zu mal auf die Bilder angesprochen. Aber jetzt nicht, weil ich so hübsch bin, sondern weil Paul die Bilder einfach das Beste aus mir rausgeholt hat. Also von daher, alle Bilder, nahezu 80% meiner Bilder auf Instagram sind alle durch die Feder. Ja, wir müssen. Wir buchen das nächste Shooting sozusagen. Sind alle von Paul. Also von daher nicht nur eine geile Dienstleistung, das steht außer Frage, aber auch ein geiler Typ. Auf jeden Fall dort buchen. Dann nochmal bitte hier, wo kann man dich finden? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Ja, entweder auf Instagram einfach Paul Hoffmann suchen, dann findet man mich. Oder einfach auf hoffmann-productions.de, dann findet man mich auch. Und jetzt, unser ganzes Equipment ist übrigens bei euch versichert. Sehr also geil. Als Fotograf hat man ja auch immer sehr, sehr teures Equipment. Wir haben mehrere 10.000 Euro manchmal auf Shootings dabei und da sind wir natürlich im besten Händen. Oh, sehr geil. Vielen Dank für die schönen Worte. Geiler Stand. Das Event wird natürlich auch wieder begleitet vom Team von Paul, wie das eigentlich bei jedem großen Event der Fall ist. Also von daher, ja, es liegt auf der Hand und Paul Hoffmann und Hoffmann Productions führt kein Weg dran vorbei. Danke dir. Sehr geil. Jetzt haben wir hier den Mann des Abends. Ja, das ist Ruben Schäfer, muss man fast nicht mehr vorstellen. Aber fast. Er hat einfach, ja, fast. Aber dieses wunderbare Event auf die Bühne gestellt. Wir waren natürlich auch auf der ersten Gewinnernacht. Und ich muss sagen, die zweite ist nochmal von der Größe her nochmal deutlich, deutlich geiler. Obwohl es eigentlich bei dem ersten Mal schon eigentlich ja, fast nicht besser wäre.
Also ich fand die erste auch super geil. Das war halt so ein bisschen Magic, weil es halt die erste Gewinnernacht war. Und das hat ja immer so dem ersten Wunsch ja immer so ein Zauber inne. Aber ich finde, wir haben es jetzt ja skaliert, mit System sogar. Und haben jetzt über, also fast die dreifache Besucherzahl hier im Vergleich zum ersten Mal. Eine ganz andere Fläche mit Expo. Und damit ist es auch so eine Art erstes Mal in der Größe und in der Art. Und das ist einfach mega, mega cool. Also wir haben hier super viel Spaß. Ich kriege auch von den Gästen sehr, sehr viele positive News und gutes Feedback. Ich werde gleich auch einen Vortrag halten. Und ich glaube, wenn ich so sehe, was hier so an Visitenkarten im Besitzer wechselt, wie viele Hände hier geschüttelt werden und so, das ist hier für einige auch der Beginn von was ganz Tolles. Ja, genau. Du hast das gut zusammengefasst. Also eigentlich im Grunde nach würde ich fast schon sagen, Gewinnernacht 2.0 ist geboren. Das erste war einzigartig. Das Event ist jetzt natürlich auch überragend. Und der Spirit hier ist halt natürlich auch klasse, weil es wird so gut genetzwerkt hier in dem ganzen Bereich. Also wirklich Props auch von unserer Seite, DCF Verlag, um Ruben Schäfer, einfach wieder ein Hammer-Event. Und wir sind sehr, sehr gerne da und natürlich bei uns Heimspiel in Mainz. Ich werde bei jeder Gewinnernacht, die noch kommen wird, versuchen natürlich am Start zu sein. Das ist ein sehr, sehr gutes Wort. Ich kann das auch jedem anderen empfehlen. Also wir werden nächstes Jahr weitere Gewinnernächte machen. Das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal verraten. Und die wird sehr schnell ausverkauft sein. Also, sehr geil. Also nicht verpassen, schnell sein und bei der nächsten Gewinnernacht auf jeden Fall dabei sein. Wir sind raus. Jetzt haben wir hier wieder Chris. Der darf natürlich auch in keinem Vlog von uns fehlen. Und wir auch hoffentlich in keinem von euch. Ja, sehr, sehr geil. Logical M, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch, zur Person. Ja, wir bauen hier im ganzen Coaching- und Beratermarkt die YouTube-Kanäle auf, um für mehr Sichtbarkeit der Kundenanfragen zu sorgen. Und ich bin heute hier nicht auf der Suche nach neuen Kunden, sondern wir brauchen dringend neue Mitarbeiter. Das heißt, wenn du das Video siehst und jetzt vielleicht eine geile Stelle suchst in Frankfurt am Main, im Omniturm, im Vertrieb oder im Coaching oder sogar im Backoffice, dann schreib mir gerne auf Instagram, ihr blendet das sicherlich hier unten ein. Also das wäre richtig nice, wenn wir noch mehr Mitarbeiter finden könnten. Ja, also auch von unserer Seite, wir betreuen ja Logical M. Das heißt, das ganze Unternehmen ist auch sicher aufgestellt. Das heißt, ihr habt einen sicheren Arbeitsplatz und es gibt sehr, sehr viele Vorteile von Logical M, was ihr einfach euch als potenzielle Mitarbeiter bieten. Deswegen einfach Kontakt aufnehmen, euch bewerben und an euch noch ein sehr, sehr geiles Event hier. Ja, danke dir. Sind wir online? Sind wir live? Hier haben wir einen extrem geilen Typen und zwar ist das der Marvin Flensche, bekannt von A&M. Aber was wir hier jetzt entdeckt haben, auch so das erste Mal habe ich das jetzt hier gesehen, ich glaube, ist heute auch sogar Release. Ja, neues Logo, neues Branding, was hat das auf sich, Marvin? Ja genau, also wir sind hier am Umsatz.io-Stand und Umsatz.io ist ein neues CRM-System. Wie du schon gesagt hast, ist das hier jetzt heute das erste Mal, dass wir damit öffentlich auftreten. Und Umsatz.io ist im Prinzip dafür da, es den Leuten leichter zu machen, ihre Kundenanfragen zu Umsatz zu verwandeln, so schnell wie möglich. Ja? Und viele von euch kennen das vielleicht, man arbeitet mit seinen Anfragen irgendwie in einer Excel-Liste oder Google Sheet, ne, und kann dort dann verschiedene Informationen eintragen. Nur diese Listen sind halt erstens extrem begrenzt und zweitens kannst du da drin auch sehr viel kaputt machen, wenn du irgendwie ein Lead mal verlierst, eine Spalte löscht, eine Zeile löscht und so weiter. Und du kannst dort einfach nicht so Umsatz machen, wie wir uns das vorstellen. Was heißt, wie wir uns das vorstellen? Du musst dir vorstellen, wir haben bei der A&M in der Vergangenheit einen CRM entwickelt, intern für unsere Kunden. Ja? Egal, ja. Und dieses CRM ist so gut angekommen, bei unseren Kunden auch, die damit extrem große Erfolge gemacht haben, weil sie eben schneller mit den Anfragen, die wir ihnen geliefert haben, wir sind eine Marketingagentur, und wir haben ihnen dann diese Anfragen geliefert und sie konnten dann mit diesen Anfragen extrem schnell Umsatz machen. Und dann haben wir uns eben mit Andreas, also mit der Baulig Consulting Gruppe, haben wir uns zusammengetan und die haben dann ihren Vertriebsinput auch noch mit reingegeben in dieses System. Das heißt, wenn du jetzt als Nutzer in diese Plattform kommst, dann kannst du quasi zurückgreifen auf das komplette Baulig Vertriebswissen, ja, was ja... was ja sehr gut funktioniert offensichtlich. Definitiv. 4.000 oder über 4.000 Kunden sprechen eine deutliche Sprache, also ja. Aus der Praxis für die Praxis, genau. Kann man sagen. Exakt. Und diese Sachen, die haben wir eigentlich in einem System vereint und das ist das, was man hier heute sieht. Okay, sehr geil. Also das heißt, wo kann man sich dann informieren? Ist das auch schon die Domain, die in dem Sinne dann kommt? Genau, also im Prinzip ist es jetzt so, dass wir eine Warteliste haben für alle, die Interesse jetzt haben. Also wenn das für dich interessant klingt, dann kannst du jetzt einfach auf umsatz.io gehen, ja, und dich dort in die Warteliste eintragen. Das Ganze funktioniert dann so, dass du dort eben Informationen dann von uns bekommst, wann es richtig losgeht, ne? Weil noch kannst du nicht auf die Plattform zugreifen, sondern das ist eben nach dem Wartelistenprinzip, dass eben die ersten Nutzer sozusagen dann auf die Plattform freigeschaltet werden, nacheinander. Ne?
Okay, geil. Also das heißt, wer zuerst kommt, schnell sein, lohnt sich. Der kriegt einen Platz ganz oben. Und ja, wir können einfach, ich kenne Marvin jetzt schon länger, ich kann ihn einfach empfehlen. Extrem geiler, sympathischer Typ. Und ich denke auch, das hier wird wieder einschlagen, wie auch das erste Hauptbusiness, was du sozusagen dann hast. Dann sehr, sehr geil. Vielen Dank. Nachfragen auch, ja, für die Blumen, aber auch vielen Dank für das Interesse. Alles klar. Ja, wir haben den Julius Chemnitzer, Copywriting, Marktdominanz. Ja, ihr seid gut am Wachsen. Wie ist das? Sucht ihr aktuell auch Mitarbeiter? Ja, wir suchen aktuell Mitarbeiter. Also wir pflegen gerade den Kontakt auch zu Hochschulen, wo wir Studenten anlernen. Aber wir brauchen halt Leute, die wirklich Vollzeit bei uns arbeiten, die wir ausbilden, also als Trainee. Und genau. Welchem Standort seid ihr denn genau? Wir sind Mannheimer. Mannheimer. Also das heißt, auf welche Website muss ich gehen? Wo kann ich mit euch in Kontakt treten? Wo kann ich mich bei euch bewerben? Also geh einfach auf juliuschemnitzer.de und dort kommst du direkt auf die Startseite, dann findest du schon direkt die Karriereseite. Sehr geil. Also wenn ihr einen geilen Job haben wollt und kommt aus Mannheim, dann ist hier Julius Chemnitzer euer Mann. Sehr gerne, ich freue mich auf euch. An der Stelle, wenn du auch einen geilen Job in Mainz suchst, wir sind auch ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, egal ob im Backoffice, Fulfillment, Vertrieb, Kundenberatung, egal auf was du Lust hast, bewerb dich einfach bei uns hier in Mainz, hast einen geilen Arbeitsplatz und wir freuen uns auch auf deine Bewerbung. Wir haben hier Andreas Baulig, du hattest ja schon deinen Speaking-Gig, es war legendär, was war das Thema? Das Thema waren 11 Learnings, die uns erfolgreich gemacht haben bei Baulig Consulting. Sehr, sehr geil. Hier ist es jetzt so, es sind so viele Dinge hier passiert, es wurden neue Sachen released, ihr habt ein sehr, sehr geiles Event. Ich stelle die Frage einfach offen, was willst du den Zuschauern sagen? Checkt bitte learningsuite.io ab, eine sehr, sehr geile Mitgliederplattform-Software, die wird mit Abstand geilste auf dem ganzen Markt. Wir werden auf jeden Fall unser ganzes System jetzt umstellen auf learningsuite.io. Ist einfach superior in jeder Hinsicht, ja, die ganzen anderen Dinge können einpacken, das war's, Ende Gelände. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ist geil, checkt das ab. Und Umsatz.io, das ist CRM der Zukunft für unseren Markt. Das erste CRM ist ja das Closer-Prinzip. Wird es demnächst auch geben als Release. Es gibt für beide Softwares gerade Wartelisten. Checkt die beiden ab. Wird einfach richtig geil. Ja, sowieso wie ich das sehe, kann sich der Markt noch wärmer anziehen, als es eh schon der aktuelle Fall ist. Ja, aber wir sind ja der Markt und dementsprechend muss ich mich nicht so warm anziehen. Wenn es kälter wird, ziehe ich eine Moncler-Jacke an, dann passt es auch wieder. Ne? Genau, also die Designer-Mode. Die Daumenjacke. Eben, absolut. Also dann, wir sind auch gewappnet für die kälteren Jahreszeiten. Checkt das auf jeden Fall aus. Also die Konkurrenz muss sich schon warm anziehen. Ne? Das ist schon ganz klar. Das ist ganz klar. Und Grüße auch an diverse Kollegen, die wieder Copy-Paste machen wollen. Ihr habt jetzt erstmal 5 Jahre Entwicklungszeit vor euch, Herr Pfann. Ne? Das wird spaßig. Also vielen, vielen Dank, Andreas. Und das war die Gewinnernacht. Wir hatten extrem viel Spaß, haben uns mit unseren Kunden ausgetauscht, neue Kontakte geschlossen. Ja, und war einfach ein grandioser Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Marc Sonnet.